Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, wie man ein richtig cooles Radialmenü bauen kann und hier ist das Ergebnis. Ich gehe mit der Maus hier rüber, ich erhalte neue Auswahlmöglichkeiten, in unserem Fall 5 verschiedene Icons, die ihr beliebig anpassen könnt. Wenn ich das wieder verlasse, schließt sich das mit einer richtig coolen Animation. Ob man es glaubt oder nicht, es ist nur CSS und wie man das alles baut, wie es funktioniert und welche coolen Tricks und Tipps man dahinter verstecken kann, das seht ihr in diesem Video, also los geht's! So, los geht's mit unserem heutigen Tutorial und wie immer als erstes mit einer Setup-Erklärung. Hier seht ihr Visual Studio Code, hier seht ihr Google Chrome. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Video, wo ich erkläre, wie das hier alles funktioniert, aber was habe ich eigentlich vorbereitet. Grundsätzlich nutzen wir später die Index.html. Ihr seht hier in meinem Tutorial-Part ist noch nichts drin, ich habe nichts vorbereitet und auch in unserem Style lade ich nur meine Presets, die aus ein paar Farbvariablen, Schriften und so weiter bestehen. Nichts, was für dieses Tutorial relevant ist. Wir werden alles quasi mit CSS bauen, aber damit legen wir jetzt los. Viel Spaß! So, ich würde sagen, wir beginnen wie in jedem meiner Videos als erstes mal mit einer kleinen Divbox und erzeugen uns hier in der Divbox mit der Klasse Radial jetzt noch einen Button und dieser Button wiederum hat natürlich ein Child, in meinem Fall ein Icon. Das erzeugt uns hier diese kleine weiße Box, das sieht aber noch nicht so aus wie unser Button hier, deswegen müssen wir da jetzt noch ein bisschen was erweitern, würde ich sagen, weil so ist ja ziemlich traurig. Hierfür gehen wir in unsere Style.scss und ich erzeuge mir die Klasse Radial. In unserer Radialklasse würde ich gerne im ersten Moment alles zentrieren. Außerdem möchten wir hier drin etwas vererben, und zwar die Klasse Size. Mit Extend können wir nämlich andere CSS-Klassen vererben und um das jetzt zu erweitern, erzeuge ich mir hier die Klasse Size und füge hier eine Größe und eine Weite ein, die auf eine Variable Size verweist, die wir uns jetzt hier oben einfach noch erschaffen müssen, wenn ich das jetzt abspeichere. Und wir hier unten eine Border setzen, zum Beispiel ein Pixel, Solid Red, dann sehen wir, dass unsere Klasse jetzt ein rotes Viereck ist, beziehungsweise so einen Rand hat. Wir wollen ja später einen runden Kreis haben, dafür erzeuge ich mir hier jetzt einfach noch einen Border Radius mit der genau großen Größeneinheit und habe jetzt hier wunderbar einen Kreis erzeugt. Das können wir rauslöschen, aber unser Button sieht immer noch nicht wirklich korrekt aus, also eher falsch, muss man sagen. Hierfür kann ich jetzt einfach sagen, okay, wir erzeugen uns hier drunter unseren Button und unser Button kriegt als erstes mal ein bisschen Default Styling. Wir wollen die Default Border entfernen, wir wollen Default Padding und Margin entfernen, wir wollen per Default hier gerne einen Pointer draufsetzen und natürlich wollen wir auch unser Bild in unserem Button zentrieren. Das machen wir ebenfalls über Display und Grid und Place Item Center. Außerdem eine Hintergrundfarbe, wenn wir das jetzt abspeichern, haben wir hier oder sehen wir nichts. Das liegt daran, dass wir unser Bild in unserem Button noch eine Größe geben müssen. Also auch unser Image bekommt eine Weite und eine Höhe, abhängig zu unserer Gesamtgröße. Ich speichere das ab, jetzt haben wir hier wunderbar unseren Kreis. Unser Button an sich braucht aber ebenfalls eine Größe, das machen wir auch über die Vererbung von Size und haben jetzt einen wunderbaren Button erzeugt. Damit haben wir schon viel geschafft und können jetzt damit anfangen, das Ganze deutlich auszuschmücken. So, was wir nämlich jetzt brauchen, ist quasi einen weiteren Button, beziehungsweise nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe von weiteren Button. Und zwar alle unsere Buttons bekommen eine Klasse, nämlich einmal sage ich hier Class und dann Radial Button und dann Radial Button minus 1. Und dieser Button hat natürlich dann auch wieder ein Image als Child und wir haben davon natürlich nicht nur einen weiteren Button, sondern wir haben insgesamt 5. Die kopiere ich mir einfach mal rein und wir sehen jetzt, wir haben hier unseren Base Button und 5 weitere Button. Das ist doch schon mal wunderbar, aber wie kriegen wir die denn jetzt dazu, dass die so im Kreis sich drumherum animieren? Und das ist gar nicht so einfach, weil wir haben ein Problem, das ich erstmal kurz erklären muss, bevor wir es dann wirklich lösen. So, dann gucken wir uns mal das eigentliche Problem dieses Tutorials an. Wir haben hier einen Container. Diesen Container können wir betrachten und zum Beispiel sagen, mit Rotate wollen wir den einfach mal im Kreis drehen. Dann dreht sich diese Box, aber es hilft uns eigentlich nicht wirklich, unseren Effekt zu lösen, auch wenn wir eine zweite Box hiervon erschaffen. Und die zweite Box ebenfalls rotieren, können wir nicht so richtig sagen, dass wir die um die erste Box um zu rotieren wollen. Und das ist ein Problem. Das können wir so nicht einfach machen, aber wir können uns eine Helferfunktion bauen. Zum Beispiel eine Box, die genau übereinstimmt mit unserer Ursprungsbox liegt. Und wir könnten hier unseren Button zentrieren, das Ganze dann drehen und dann hätte sich unser Button korrekt bewegt. Aber das ist sehr aufwendig, immer noch keine richtig saubere Animation. Und ja, irgendwie lohnt sich diese Möglichkeit nicht. Das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Eine viel spannendere Methode, die wir uns angucken sollen, ist Offset Pass. Und das ist ein CSS-Vorgehen, was relativ neu ist und vielleicht der ein oder andere von euch noch gar nicht kennt. Wir können nämlich hingehen und eine Linie zeichnen mit Pass 0,0 und dann zu 0,25, also die Y-Position und X-Position einer Linie. Und wir können jetzt hingehen, eine CSS-Klasse erzeugen und Offset Pass definieren, indem wir hier einfach unseren Pass übergeben.
Wenn wir jetzt eine Box haben, der wir das zugewiesen haben, dann würde sich diese Box, sofern wir Offset Distance 0% haben, nicht wirklich bewegen, die wäre genau da. Wenn wir die aber auf 100% setzen, slidet unsere Box entlang dieses Pfades. Und das ist spannend. Das ist eine neue Methode, mit der wir arbeiten können. Das sieht vielversprechend aus. Wenn wir jetzt also hingehen, unsere Box nehmen und unsere Box einen deutlich aufwendigeren Pfad da drauf packen können, zum Beispiel so einen Pfad, dann könnten wir dafür sorgen, dass unsere Elemente genau auf diesem Pfad aus dem Mittelpunkt unserer Box sich animieren. Und wie ihr diesen Pfad erzeugt und wie man das alles zusammenbaut, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Um jetzt nämlich diesen Pfad, den wir brauchen, um das Ganze richtig schön zu animieren, schaffen zu können, habe ich Illustrator geöffnet. Hier ist schon ein Kreis, den ich gesperrt habe. Das ist einfach hier auf der Ebene eine Ellipse, die gesperrt ist. Und wir können jetzt hingehen und eine zweite Ellipse direkt hier drauf zentrieren und so weit vergrößern, dass wir einfach gucken können, dass der Abstand zu unserem restlichen Button, wenn wir den hier drauf zentrieren, eigentlich einigermaßen passt. Ich finde, das können wir noch ein bisschen weiter vergrößern. Machen wir mal so zack und zentrieren das wieder genau mittig, aber nur diesen einen Kreis hier, dass der genau mittig mit unserem Center ist. Und wenn wir jetzt diesen Kreis nehmen würden, das sieht doch gut aus, wenn der hier so im Kreis und zufliegt, das sollte passen. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich die Möglichkeit, dass der von hier drin nach außen geht. Und um das zu machen, wählen wir jetzt hier unser Pfadwerkzeug aus und gehen hier mit V in unseren Pfad, wählen das jetzt aus und fügen hier einfach noch kurz vor dem Ende einen zweiten Pfad hinzu und können jetzt hingehen und hier drin einfach das markieren und rauslöschen, sodass wir hier so eine kleine Lücke bekommen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist unser Pfadwerkzeug nehmen, um das hier komplett in die Mitte zu ziehen, um unseren Pfad jetzt quasi so im Kreis wie so ein großes O zu editieren. Und wenn ich jetzt hier unseren Eckpunkt auswähle, einfach mit V hier den Eckpunkt anwählen, dann kann ich das jetzt einfach kleiner ziehen, sodass wir hier so einen schönen, ja, runden Pfad bekommen. Und diesen Pfad kann ich jetzt einfach mit V einmal auswählen. Jetzt klicke ich hier drauf, Auswahl exportieren und ihr könnt euch das so als Pfad exportieren und dann öffnen wir die exportierte SVG-Datei einmal in Visual Studio Code. So, in Visual Studio Code angekommen, haben wir hier unsere Element 2 SVG, also die Datei, die ihr exportiert habt, und hier kopiere ich mir jetzt einfach diesen Parse, also das D-Attribut aus unserem Parse-Element raus. Das können wir schließen, das brauchen wir nicht mehr. Und wir haben hier in unserer Index.html hier ganz viele Buttons mit der Klasse Radial-Button. Diese Klasse erzeugen wir uns jetzt hier unten und sagen Punkt Radial-Button. Und hier erzeugen wir uns jetzt ein neues Attribut und das nennt sich Offset. Und Offset bekommt minus Parse. Und hier können wir jetzt sagen, okay, wir haben hier auch ein Parse. Und hier kopiere ich mir unseren String einfach rein. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, unsere Elemente hier unten haben sich bewegt, die sind rumgesprungen. Und was wir jetzt machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass alle unsere Elemente erstmal bei 0 starten. Das ist ein bisschen verwirrend, aber 0 ist bei uns 100%. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann sind die quasi auch alle wieder richtig rumgedreht und starten jetzt untereinander, allerdings mit so einem kleinen Offset. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass all diese Elemente direkt hinter unserem Hauptbutton sind. Und um das zu tun, müssen wir die stacken. In dem Moment, wenn wir irgendwas in CSS übereinander stecken wollen, benutzen wir als erstes einen Ankerpunkt, nämlich Position Relative, in unserem Parrot-Element, damit wir dann in unseren Child-Elementen, also in den einzelnen Button, Position Absolute verwenden können. Also wir gehen jetzt hier runter und benutzen Position Absolute, damit sich unsere einzelnen Childs, also diese 5 Buttons, direkt an dem Ankerpunkt unserem Hauptbutton zentrieren können. Was wir jetzt machen ist, auf der Top-Achse sagen wir, zack, jetzt sind die schon mal alle so korrekt zentriert und in dem Moment füge ich die hier auch noch ein, jetzt sind die alle genau übereinander. Das wird auch sehr deutlich, wenn ich hier zum Beispiel Opacity 0.1 mache, seht ihr, alle sind direkt übereinander. Grundsätzlich, wie bin ich denn auf diese Werte gekommen? Als erstes, ihr müsst immer eure Größe eurer Buttons abziehen, das ist ganz wichtig, damit ihr den Offset korrigiert. Was diese Zahl hier hinter allerdings ist, hängt mit eurem Offset-Parse zusammen. Hier müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren, diese Zahlen werden sehr wahrscheinlich bei euch abschweifen und nicht eins zu eins dasselbe sein, außer ihr kopiert von meiner Live-Demo eins zu eins diesen Pfad. Dann könnt ihr die Zahlen so übernehmen. Wenn ihr einen anderen Pfad verwendet, müsst ihr hier einfach ausprobieren, bis es genau passt, damit die genau übereinander liegen und alle vom selben Punkt aus starten. Aber wie können wir denn jetzt unsere Animation machen, weil jetzt liegen die zwar alle hier, aber wie können wir denn mit Parse Offset und Parse Distance und sowas wirklich dafür sorgen, dass sich jetzt etwas animiert? Das ist das nächste Kapitel. So, wie animieren wir denn aber etwas in CSS? Grundsätzlich brauchen wir immer als erstes einen Trigger. Das benutzen wir hier, ist unsere Hover State. Das nächste, was wir animieren wollen, ist unser Element, das ist unser Radial Button, beziehungsweise nicht nur der Radial Button, sondern die 5 Stück, die wir hier mit der Klasse Radial Button ausgestattet haben.
Das, was wir jetzt animieren wollen, ist die Distance auf unserem Path, den das Element zurücklegen muss. Man muss sich vorstellen, man hat jetzt hier quasi diesen Pfad, den wir in Illustrator erstellt haben, den muss man sich gedacht hier so rumdenken, weil den wollen wir animieren. Und wir sagen jetzt zum Beispiel einfach 15%, speichern wir ab. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehen wir, springt dahin. Das Ganze können wir jetzt natürlich noch ein bisschen verschönern, indem wir uns hier oben eine Helper-Klasse drauflegen, nämlich Animation, und dann zum Beispiel einfach Animation in unserem CSS-Part hier unten einfach dranhängen. Wenn ich das habe und hier drauf gehe, sehen wir haben schon mal wunderbar eine Animation gebaut und könnten jetzt theoretisch durchgehen und sagen, weil wir haben ja hier immer minus 1, 2, 3, damit unsere einzelnen Pfade zu animieren. Aber wer das Video von letzter Woche geguckt hat, weiß, man kann sich das Leben einfacher machen und das machen wir auch, weil wir sind Entwickler und sind faul, deswegen sage ich, wir erzeugen uns hier eine For Loop. Das ist 1:1 dieselbe Loop, die ich letzte Woche schon einmal erklärt habe. Das Einzige, was wir machen müssen, weil mich darauf jemand hingewiesen hat letzte Woche, danke dafür auf jeden Fall, ist, dass wir eine Maximalcount brauchen und uns darauf auch beziehen sollten, wenn wir etwas berechnen. Das Erste, was wir jetzt nämlich machen, wir verweisen mit diesem kleinen Code-Snippet darauf, dass zum Beispiel unser Radial-Button minus 1 hat. Das bedeutet, dass der erste Durchlauf durch unsere For-Loop quasi diese Klasse anspricht. Der zweite Durchlauf würde diese Klasse ansprechen. Der dritte Durchlauf würde dann dementsprechend die dritte Klasse ansprechen. Und damit können wir durch alle unsere 5 Klassen, die wir hier definiert haben, Klasse 1, 2, 3, 4 und 5, durchgehen und die wiederum animieren. Und das Erste, was wir hier animieren wollen, ist natürlich unser Offset, beziehungsweise die Distance, die auf unserem Path-Offset zurückgelegt werden muss. Und das wollen wir jetzt natürlich in Relation setzen zu unserem Element. Also sage ich, okay, $i, unser erstes Element, ist quasi die Relation, machen wir mit einem Mal und sagen jetzt, okay, 70% durch unseren Max-Count, also 70% ist der maximale Wert, den eines unserer Elemente erreichen kann. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, unsere Elemente haben sich richtig cool animiert. Und ihr könnt hiermit ein bisschen rumspielen, weil das ist quasi die Grundlage, wo und wie sich eure Elemente animieren. Das hängt ein bisschen davon zusammen, wie euer Path aussieht. Ihr könnt hier auch einen ganz anderen Path haben. Aber wir sehen hier auch noch ein kleines Problem. Und zwar, wenn ich hier mit der Maus hingehe, dann sind wir nicht mehr in dem Overstate unseres Radials, weil wir ja quasi nur das hier als Radialklasse haben. Die anderen Elemente sind quasi außerhalb und sobald ich unseren orangen Rahmen hier verlasse, geht unsere Animation wieder zu. Das ist aber kein großes Problem für uns, weil wir können das mit einem kleinen CSS-Trick lösen und gehen hier einfach rein und erzeugen uns ein HTML-Element, nämlich Radial Background. Und dieses Element ist unsichtbar. Das erzeugen wir jetzt einfach in unserem Style-SCSS. Erstmal hier abspeichern und sagen, okay, wir haben hier nicht nur einen Button, sondern wir haben auch einen Hintergrund. Unser Hintergrund ist ebenfalls mit Position genau in der Mitte ausgerichtet, bekommt einen Z-Index, dass er ganz unten an der untersten Ebene ist und bekommt auch unsere Standardgröße über Size. In dem Moment passiert hier nicht wirklich viel. Was wir jetzt aber brauchen, ist zu sagen, wenn wir unseren Hover-State haben, dann wollen wir unser Background deutlich vergrößern. Und zwar sagen wir hier einfach mit Scale 4, also machen wir den 4-mal so groß, dass wenn wir hier raufgehen, ich jetzt hier über den schwarzen Rahmen gehen kann. Und das Ganze wird deutlicher, wenn ich hier sage Background Color Red. Und wir gucken uns das mal an. Wenn ich hier drauf gehe, springt nämlich unser Background, wird groß und springt über alles rüber. Das Ganze kann ich jetzt hier einmal rauslöschen. Und damit wir später keine Probleme bekommen, bekommt hier unser Button immer auch Z-Index Stufe 2. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, schiebt er sich da drüber. Und wir können jetzt hier auch noch eine weitere Klasse erzeugen, nämlich Radial-Button-Center. Und unser Center-Button kriegt Z-Index Stufe 3 und bekommt hier nicht Position Absolute, sondern Relative. Und diese Klasse müssen wir jetzt noch unserem Button hier oben geben, sodass wir sagen Class, Z-Index, zack. Und jetzt ist unser Button hier immer zentriert. Wenn die zugehen, gehen sie automatisch zu. Wunderbar, funktioniert. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen verbessern und dafür gehen wir wieder in unseren Style-S-CSS und sagen, okay, wir wollen wie auch letzte Woche in unserer Animation noch so ein bisschen Staggering bringen. Das machen wir mit Transition Delay. Wenn ich das jetzt abspeichere und hier rüber gehe, bekommen wir so ein ganz bisschen Stagger-Effekt hier rein, dass wenn ich hier drauf gehe und hier reingehe, sehen wir, die Sachen animieren sich so Step by Step raus und nicht in einem Rutsch. Das ist ganz nett, weil wir damit einige lustige Effekte animieren können. Ich finde aber so 50 eigentlich ganz gut. Das können wir erstmal so lassen. Was wir jetzt aber auch noch animieren wollen, sind unsere Bilder in unserem Button. Dafür können wir zum Beispiel einfach hier unten in unserem Radial-Button die Images ansprechen, sage Opacity und Scale 0, füge auch eine Animation ein
und hier oben sagen wir, okay, wir würden das Ganze dann wieder gerne anzeigen. Dafür verweisen wir hier oben auch wieder auf unsere Images und sagen Image auch hier ein Delay drauf, speichern das Ganze ab, machen Scale und Opacity. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, animieren sich die Images so ein bisschen später ein. Unsere Buttons sind schon voll zu sehen, wenn unsere Bilder gerade einfinden. Finde ich ein bisschen schöner. Aber wir haben hier noch ein finales Problem, unseren Endgegner sozusagen. Und zwar haben wir hier die Icons, die sehen irgendwie nicht richtig rotiert aus. Und zwar bewegen die sich in der Rotation des Pfades per Default. Das können wir aber ziemlich einfach ändern mit einem einzigen CSS-Attribut, das wir an unseren Button noch hinzu ergänzen müssen. Und zwar gehen wir hier runter und sagen hier, okay, wir haben auch noch Offset Rotation 0 Degree. Und in dem Moment werden unsere Icons perfekt angezeigt. Aber wir haben hier noch einen finalen Effekt, dass wir unser Radialmenü mit so einem richtig coolen GUI-Effekt versehen können. Und das wird das letzte Kapitel. Jeder, der meinen Kanal schon lange guckt, weiß, was das hier ist. Es ist mein GUI-Filter, den ich in unendlich vielen Videos schon verwendet habe. Unten in der Videobeschreibung sind auch grundsätzlich ein paar Videos, die das erklären, wie das genau funktioniert. Ja, mehr oder weniger muss man sich das so vorstellen, man hat SVG. SVGs können sogenannte Variablen definieren, also wir definieren hier einen Filter mit dem Namen GU. Und hier sagen wir als erstes, blurren wir das. Also alles, was diesen Filter bekommt, wird als erstes von uns geblurrt. Das nächste ist, wir setzen eine Color Matrix auf diesen Filter an, wo wir die Farben nicht wirklich verändern. Das sind diese drei Werte, die verändern sich nicht. Was wir verändern, ist einmal der Offset. Wir ziehen quasi von unseren Farben etwas weg und schärfen das. Das ist diese 18 und minus 9. Und am Ende bauen wir unsere Blur und unseren Filter zusammen, sodass wir ein neues Element bekommen. Das ist es grundsätzlich kurz zusammengefasst. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr eine komplette Erklärung in einem Video, wo wir damit wirklich im Detail arbeiten. Wenn wir das hier jetzt abspeichern, müssen wir jetzt nur noch ganz nach oben gehen in unserem CSS und an unsere Radial-Klasse Filter, URL und dann die ID gut dranhängen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf gehe, bekommen wir diesen coolen Blur-Effekt, dass unsere Elemente aussehen wie so ein Morph-Effekt. Das wird quasi einfach nur drauf gerechnet. Es sind immer noch die ganz normalen HTML-Elemente und ihr könnt immer noch jeden dieser Buttons ganz normal mit JavaScript ansprechen, wenn ihr dort eine Funktion drauflegen wollt. Aber man hat jetzt einen richtig coolen Radial-Effekt, den ihr auf jeder Webseite verändern könnt. Schreibt doch mal in die Videokommentare, ob euch das Video gefallen hat, was ihr nächste Woche sehen wollt. Und ansonsten, ja, viel Spaß, bis dann, ciao.